Jen! Hoppla! Mann, oh Mann, wir werden noch umkippen, wenn das schwere Ding da auch noch an den Wagen soll. Du bleibst die Besung, wenn du mir nicht hilfst. Mann, oh Mann. Nun komm schon, Kater Mau. Ja, wo bleibst du denn? Ja, schon da. Oh! Das hab ich ja kommen sehen. Ja, ich auch. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ja, die Knie etwas einknicken, loslassen und weich abrollen. Was? Die Knie etwas einknicken, loslassen und weich abrollen. Ach so. Die Knie etwas einknicken, ja. Loslassen und weich ab. Weich abrollen. Ja, weich habe ich gesagt, mein lieber, weich. Na, für den ersten Versuch fand ich das schon ganz gut geglückt. Naja. Hast du das einen schweren Stil? Eva? Na komm schon, hilf mir! Wir wollen es da am Wagen abbringen. Mann, oh Mann, wir werden noch umkippen mit dem schweren Ding da. Verstehst du? Ach, Unsinn. Du bist ja eben auch umgekippt. Ich, ja. Stimmt es etwa nicht? Doch, das stimmt. Hey. Ist was? Was soll denn sein? Du bist heute sehr kurz angebunden, Herr Krimskrams. Ich arbeite, Kater Mau. Du sag mal, wie lange soll ich das schwere Ding da noch halten, du? Bis ich fertig bin. Ich kann nicht so lange so was Schweres tragen, Mensch. Ja, ich verstehe. Alter Faulpelz. Alter Faulpelz. Kater tragen nie Bretter. Also gut, so gut. Stimmt das etwa nicht? Doch, das stimmt. Aber ein bisschen Arbeit kann dir gar nichts schaden. Naja, ich weiß nicht. Du komm, sagen wir erst einmal guten Tag. Ja, sagen wir erst einmal guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin der Herr Krimskrams. Und das hier ist der Kater Mau. Mann, oh Mann, dann kann's ja losgehen. Aber einer fehlt uns ja noch. Ein ganz wichtiger, mein Freund. Natürlich, der Fridolin. Hol wir ihn. Hol wir ihn. Was wird geholt? Nichts wird geholt. Ruhe jetzt. Was ist hier für ein Lärm? Lärm ist verboten, Spielen ist verboten, überhaupt alles verboten. Da geht. Hat vielleicht da unten jemand über mich gelacht? Wie? Nein, doch. Lachen ist auch verboten. Überhaupt alles verboten, sage ich. Hat da jemand was gesagt? Was? Hat gar nichts zu sagen. Doch. Holen Sie mal erst ein bisschen Luft. Ach, was ist ja meine Luft? Hol ich mir so viel ich will. Hol mir überhaupt alles, was ich will. Und wenn ich nicht will, wird nichts geholt. Auch der Fridolin nicht. Jawohl, jawohl, ihr Leute, damit wir uns gleich recht verstehen. Hier wird heute weiter nichts geschehen. Könnt in jedem Falle alle nach Hause gehen. Fernsehen, Theater spielen und Krawall gibt es nicht. Aus das Licht! Ja, guckt ihn euch nur richtig an. Das ist schon ein mieser Mann. Ja, guckt ihn euch nur richtig an. Das ist schon ein mieser Mann. Wer mischt sich wohl in alles rein? Ich kann nur das miese Männlein sein. Wer mischt sich wohl in alles rein? Ich kann nur das miese Männlein sein. Ich weiß, ich heiß das miese Männlein. Du bist nun einmal mies. Doch mies auch sei einerlei. Aus Neid wart ihr nicht so gescheit wie ich. Wie du? Haha! Wie ich? Ja, ja! Habt ihr mich einfach kurzerhand so genannt? Habt man mich einfach kurzerhand so genannt? Das miese Männlein. Das miese Männlein. Ja, guckt ihn euch nur richtig an. Das ist schon ein mieser Mann. Ja, guckt ihn euch nur richtig an. Das
wie die Samen. Wer mischt sich wohl in alles ein? Schall nur das miese Männlein sein. Wer mischt sich wohl in alles rein? Schall nur das miese Männlein sein. Eigentlich wollte ich gar nicht singen. Ich finde Musik abscheulich. Finde überhaupt alles abscheulich. Ja, du bist auch abscheulich. Sei doch still, Katermaul. Ja, stimmt es etwa. Und Sie verschwinden jetzt endlich mit Ihrem Kremskrams, Herr Kremskrams. Und nehmen Sie bloß den frechen Kater mit. Oh, na klar, darauf können Sie sich verlassen. Hey, du. Ja? Gleich kratze ich dich mal ein bisschen. Du, ich werde dir helfen. Aua! Hat's weh getan? Geht Sie gar nichts an. Sollten sich lieber von dem ganzen Plunder trennen. Das, dieser blöde Stoff und hier, saß immer ganz sinnlos in der Ecke herum. Sind gewiss schon die Motten drin in dem Hund. Kann ich nicht dulden, Motten. Kann überhaupt nichts dulden. Das ist vielleicht ein doofer Meckerfritze, was? Hat da jemand was gesagt? Sagte da vielleicht jemand doof? Na wartet, ihr werdet schon sehen, wie doof ich bin. Ich verlange erst einmal die letzte Monatsmiete für meinen Laden, bevor ihr verschwindet. So. So. Die ganze? Jawohl, die ganze Monatsmiete. Ja, aber so viel habe ich doch gar nicht mehr. Dann sehen Sie zu, wo Sie es auftreiben. In 5 Minuten bin ich wieder da und dann ist auch das Geld für die Miete da. Wenn ich euch doch bloß das alle los wäre. Katamau. Ja? Ja, was sollen wir denn jetzt machen? Tja. Weißt du was? Wir ziehen erst einmal den Fridolin auf. Der weiß bestimmt etwas. Na, hoffentlich. Wie gut, dass wir jetzt einen Schlüssel für den Fridolin haben. Ein gewisser Hans, der Spielzeugmacher, hat ihn mir neulich geschenkt. Früher half mir dieser Hans in meinem Laden. Aber er ist schon lange fort und macht mit einer großen Maschine Spielzeug. Viel Geld verdient er dabei. Dabei haben meine alten Spielsachen auch immer allen Kindern viel Freude gemacht. Und Geschichten konnte man dazu erzählen. Ja, bloß Geld für die Miete verdient man damit nicht so leicht. Ja. Ja. Was wollte ich gerade sagen? Ach so, ja. Dieser Hans brachte mir neulich einen seltsamen Schlüssel, der früher einmal zu einer geheimnisvollen Spieluhr gehört haben soll. Wer diese Spieluhr mit dem Schlüssel aufzog, musste zu der Musik 3 Tage lang tanzen und singen. Das muss eine lustige Uhr gewesen sein. Schade, sie ist verloren gegangen. Aber eins ist prima, der Schlüssel passt haargenau für unseren Fridolin. Fridolin ist ein Stoffhund. Du, Herr Krimskrams, wo ist dieser Schlüssel denn bloß? Ich kann ihn nicht finden. Da draußen an dem großen Haken hängt er doch. Ach ja, Mann, oh Mann. Ihr werdet euch gewiss wundern, dass wir alles auf einen Wagen geladen haben und auf die Reise gehen wollen. Also von wollen kann keine Rede sein, verstehst du? Ach, ein bisschen bin ich schon. Ja, aber ich nicht. Im Laden war es immer so hübsch gemütlich. Ja, aber auch ein bisschen langweilig. Jetzt werden wir bestimmt allerhand erleben. Also erlebt haben wir in der letzten Zeit gerade genug, du. Ja. Mann, oh Mann, das ist vielleicht eine Arbeit. Da hat der Kater Mau recht. Wir haben allerhand erlebt in der letzten Zeit. Eines Tages, da klingelte die Ladentür bei mir. Das miese Männlein tritt herein, schimpft auf Kinder und auf Tiere, blättert Akten und Papiere und manchen Wisch auf den Tisch. Ich fragte, was das soll, drauf sagt's, das Maß sei voll. Der Lärm, der Krach, die Kinderspielerei, man kann nicht arbeiten dabei. Es soll ein neuer Spielplatz her, so ganz modern, dann bleibt er leer. Es hätte alles keinen Zweck, gerade dieses Haus, es müsste weg. Mein Spielzeugladen störe so, anderswo soll ich mir einen mieten. Hier wird man künftig Spielen verbieten.
Ich sagte, nur Beton und Glas, da macht doch Spielen keinen Spaß. Das Männlein sah mich zornig an und sagte dann, gespielt wird nur von 1 bis 3 und eine Aufsicht ist dabei und nicht mit solchem Krimskrams hier. Ich sorge schon dafür. Ja, das sagt es. Dann klingelte die Ladentür bei mir. Das miese Männlein ging hinaus. Ja, aus war es. Ich baute mir den Wagen hier dafür. Das miese Männlein warf mich raus. Warf mich raus. So, Fridolin, da wären wir. Für eine Weile reicht es ja wohl, ne? Für eine Weile? Du bist dafür verantwortlich, dass ich immer rechtzeitig aufgezogen werde. 2 Mal hast du es in dieser Woche schon vergessen. Tja, ich hatte zu viel zu tun. Ja, Löcher in die Luft gucken und jammern. Oho, kaum bist du wieder im Betrieb, schon wirst du frech. Also das eine sage ich dir, das nächste Mal ziehe ich dich nur ein bisschen auf, für eine Stunde höchstens. Dann kannst du was erleben. Ja, ich schon, aber du nicht. Ich bin nämlich ein Kater und du nur ein Stoffhund. Edge. Oh, aber ich möchte auch was erleben. Oh Mensch, Fridolin, entschuldige, das war wirklich nicht so gemeint. Du, Fridolin, Herr Krimskrams ist sehr traurig, weißt du? Weil wir auf Reisen gehen müssen? Nee. Ich finde das prima! Nein, deswegen nicht. Aber das miese Männlein will Geld von ihm haben. Geld? Ja. Erst wirft es uns raus und jetzt will es auch noch Geld haben. Die ganze Monatsmiete, du. Aber der Monat ist doch erst 2 Tage alt. Ja, trotzdem. Wir müssen erst einmal Geld verdienen. Geld verdienen? Was ist das? Genau weiß ich es nicht. Doch glaub ich, etwa so. Da musst du etwas tun, von dem ein anderer etwas hat. So ein anderer etwas hat. Du kannst auch etwas tun, was anderen gefällt. So was anderen gefällt. Ja, und dafür kriegst du Geld. Ich Geld? Ja, du. Und für das Geld muss dann ein anderer etwas tun, von dem du etwas hast. So, von dem ich etwas hab. Was dir gefällt. Was mir gefällt. Warum das nun so ist, mein lieber Katamau, das weiß ich leider auch nicht ganz genau. Warum das nun so ist, mein lieber Fridolin, das weißt du leider auch nicht ganz genau. Auf jeden Fall, überall auf der Welt, verdient man dann Geld. So. Oh, man kann auch ohne Geld was tun, was anderen gefällt. Nur verdient man dann kein Geld. 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 Siehst du, jetzt hast du es begriffen. Was? Jetzt hast du es begriffen. Nee, überhaupt nicht. Das ist ein Blödsinn. Trotzdem brauchen wir Geld für das miese Männlein. Tja, pass auf. Ich habe eine Idee. Wir klauen uns das Geld vom miesen Männlein und dann geben wir es ihm wieder. Das ist doch kein Verdienen. Nein? Wir müssen arbeiten. Arbeiten? Das kann ich nicht. Kater arbeiten nie. Ich glaub Hunde schon. Weißt du, ich könnte zum Beispiel beim miesen Männlein aufpassen, dass du nicht klaust. Das
ist Arbeit. Großartig. Ich klaue und du passt auf. Das könnte euch so passen. Ja, warum denn nicht? Ich klaue für mein Leben gern. Und ich passe für mein Leben gern auf. Ja, aber wenn du aufpasst, kann er doch nichts klauen. So, ja. Ich darf eben nur ein bisschen aufpassen. Pass auf, man könnte es natürlich auch so machen. Ah, nein. Bitte? So geht das nicht. Wir müssen auf ehrliche Weise Geld verdienen. Mann, oh Mann, das ist aber schlimm, du. Ach, ich werde schon etwas finden, da bin ich sicher. So, die 5 Minuten sind um. Wo ist das Geld für die Miete? Ich habe es nicht. So. So. Wir müssen es erst verdienen. Ja, oder klauen. Sei doch still. Ja, was ist denn mit dem Hund passiert? Der kann ja plötzlich laufen und sprechen. Ja, den kann man aufziehen. Und dann ist er für 3 Tage lebendig. Und dann? Und dann? Dann muss man ihn natürlich wieder aufziehen. Verstehst du? Der ist wirklich zu blöd. Meinst du? Nun, dann will ich euch beweisen, wie blöd ich bin. Wo ist der Schlüssel? Welcher Schlüssel? Na, der für den Hund. Warum? Weil ich nicht glaube, was ihr mir da erzählt habt. Ach, du glaubst uns nicht. Nee. Sowas. Pass auf. Bitte, könnten Sie sich mit der Miete nicht noch ein paar Tage gedulden, bis ich das Geld zusammen habe? Hier. Was ist das? Ist das der Schlüssel für den Hund? Ja. Also gut, ich werde mich gedulden, genau bis morgen Abend. Wenn ich dann mein Geld nicht habe, werfe ich den Schlüssel fort zur Strafe. Hallo, du, das ist ja unser Schlüssel, verstehst du? Ihr kriegt den ja wieder, morgen Abend. Aber oh, dieses miese Männlein. Aber das ist ja... Ja, du, du stehst einfach da und sagst gar nichts, typisch. Schließlich geht es ja um deinen Schlüssel. Ach, was? Bis morgen werden wir das Geld bestimmt beschaffen. Was meinst du, Herr Krimskrams? Hoffentlich. Kommt jetzt. Mann, oh Mann, wenn das mal gut geht, du. Wird schon, Kater Mau. Es wird schon klappen. Na klar, jetzt geht die Sache los. Eines sag ich bloß. Es wird schon klappen, Kater Mau, es wird schon. Zähl nicht die Stunden auf der Uhr. Nicht das Geld, nicht Perlen auf der Schnur. Jetzt geht die Sache los. Eines frage ich bloß. Es wird doch klappen, Fridolin, es wird doch. Zähl ich die Stunden auf der Uhr und das Geld, die Perlen auf der Schnur, frage ich nur. Es wird doch klappen, Fridolin, es wird doch. 1 und 1 macht 2 und 1 dazu macht 3. Zählen kann man vielerlei. Stunden, Geld und Perlen auf der Schnur, doch wir zählen nur. 1 und 1 macht 2, wir sind dabei, denn wir sind 2 gute Freunde. 2 gute Freunde. Na klar, jetzt geht die Sache los. Na klar, jetzt geht die Sache los. Und ich sage bloß, und wir sagen bloß. Es wird schon klappen, ganz bestimmt. Es wird schon klappen, ganz bestimmt. Es wird schon. Zähl nicht die Stunden auf der Uhr. Zählen die Stunden auf der Uhr. Nicht das Geld. Nicht das Geld. Nicht Perlen auf der Schnur. Nicht Perlen auf der Schnur. Sage nur. Es wird schon klappen, ganz bestimmt. Es wird schon. 1 und 1 macht 2. Und ich dazu mach 3. Zählen kann man vielerlei. Stunden, Geld und Perlen auf der Schnur. Doch wir zählen nur. 2 und 1 macht 3. Wir sind dabei, denn wir sind 3. 3 gute Freunde. 3 gute Freunde. Na klar! Thank you.
Das ist ein Morgen. Herrlich. Ich habe Sorgen. Ehrlich. Ottokar? Ja, Linsemusch? Merkst du, dass ich reime? Oh, aber Linsemusch, so ernst ist die Angelegenheit. Du reimst doch sonst nur, wenn dein Herz einen Purzelbaum schießt. Tut es auch, Ottokar. Tut es auch. Uns knurrt der Bauch. Ach, nun riech doch mal, wie wunderbar heute Morgen hier die Blumen duften. Ha, der Duft von Bratkartoffeln und Speck wäre mir lieber. Uns auch! Ja, 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 mir auch. Setzt euch mal hin. Ich muss mit Ottokar etwas besprechen. Ach du liebe Zeit, jetzt hat sie also, Ottokar, jetzt sage mir, wie kriegen wir ein Frühstück hier? Ja, 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 ja. Zu dumm, Linsemusch, dass jetzt auch nicht die geringste Möglichkeit mehr besteht, sich ein paar Äpfel zu beschaffen. Äpfel! Ihr sollt doch nicht zuhören. Wenn Erwachsene etwas besprechen. Sag mal, Linsemusch, warum sollen eigentlich unsere Spatzen nicht zuhören? Ja, warum eigentlich nicht? Nur schließlich haben wir ja alle die Äpfel besorgt. Damals. Oh, dieses miese Männlein. Kommt das noch mal in meine Nähe? Dann setzt es ach und wehe. Dicke, 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 das war wirklich ein schlechter Reim, du, aber wirklich. Ja, finde ich auch. Das ist zu ärgerlich. Warum hat das Männlein nur den hohen Bretterzaun um den Garten gebaut? Weil die meisten Äpfel fielen sowieso runter. Ja, wenn man den Baum schüttelte. Ach, sonst auch, Ottokar, sonst auch. Dieser lange Bretterzaun ist schon sehr betrüblich. Man kann doch nicht mal drüber schauen. Wie üblich, er ist so hoch. Und doch, es gibt ja kleine Ritzen zum Durchgewitzen. Es gibt ja kleine Ritzen zum Durchgewitzen. Wir trauten unseren Augen kaum. Oh, es ist abscheulich doch. Stand der große Apfelbaum noch neulich, jetzt ist er fort. Doch dort sieht man das Männlein schwitzen, den Baum schwitzen. Sieht man das Männlein schwitzen, den Baum schwitzen. Mieses Männlein, das den Zorn erbaut, aus Angst, dass man die Äpfel klaut, hat den Baum gern umgehauen. Der kann vielleicht was erleben, du. Räuberbande? Na, was denn sonst? Räuberbande! Räuberbande! Ihr versteckt euch schön im Zuschauerraum. Wir wollen jetzt das miese Männlein überfallen, so wie und richtige Räuber. Wenn einer von euch vielleicht Lust hat, mitzumachen, mitzuspielen. Wir brauchen nur hier rüber zu gehen. Ich gebe euch gleich euch ein Zeichen, dann wir kommt ihr das alle Zeichen, auf. Dann geht's los. Guten Morgen! Ach, was? Gehen Sie mir aus dem Weg! Habe ich das da ein Weg? Ja! Ach nee! Na, unterlassen Sie das! Opa. Na, hören Sie mal! Ist das dein Bretterzaun? Geht Sie gar nichts an! Ah, du Bösewicht! Du entkommst uns nicht! Ja, was wollen Sie denn eigentlich von mir? Frühstück! Frühstück. Was bitte? Frühstück! Ach, das verstehe ich nicht. So, das verstehst du nicht. Nee, hier ist dieser Räuber, mein Lieber. Vielleicht verstehst du das. Räuber! Ah, Frühstück. Ja, ich könnte vielleicht...
Hier ist der Schlüssel zu meinem Haus. Gehen Sie nur hinein und bedienen Sie sich. Ja, wo ist denn dein Haus? Gleich hier den Weg entlang, dort, wo der große Baum steht. Sehen Sie ihn? Ja. Ist das auch wirklich der Schlüssel zu deinem Haus? Ja, das ist mein Schlüssel. Er sieht so alt aus und so seltsam. Ha, es ist doch ein altes Haus. So, jetzt kann ich wohl gehen, ja? Glaubt ihr auch, dass das der Schlüssel zu seinem Haus ist? Ja. Wo mag der Schlüssel wohl hingehören? Fridolin, wer ist denn das? Da wird mir aber eben etwas ganz anderes gesagt, mein Lieber. So, jetzt kann ich wohl gehen. Ja? Na, ihr werdet euch wundern, das verspreche ich euch. Ja, du wirst dich auch wundern, das versprechen wir dir, du mies Männlein. So, ihr setzt euch jetzt wieder. So, ihr stellt euch jetzt in einer Reihe auf. Lauscht den miesen Männlein nach, lasst ihn nicht aus den Augen und lasst euch nicht erwischen. Nein, Europa! Ja, und das Frühstück? Ach, das Frühstück kann warten. Wir gehen jetzt zu Hans, dem Spielzeugmacher. Vielleicht weiß der, wo Fridolin steckt. Dieses Männlein, was du denn gedacht? Was du uns dann weit gemacht hast, gelogen ist doch klar. Das waren Linse, Butt und Wattepaar. Linse, Busch und Wattepaar sind ein prima Wattepaar. Linse, Busch und Wattepaar sind ein Wattepaar. Linse, Busch und Wattepaar sind ein prima 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 Wattepaar. Ja, ein prima Räuberpaar. Glaubt ihr, dass ich so dumm wäre, mich von euch überrumpeln zu lassen? Tja, was soll sein? Der Schlüssel ist futsch und keiner kann mit ihm etwas anfangen. Denn wer weiß schon, dass er zu dem dummen Köter gehört. Und habe ich erst einmal mein Geld, ist es mir völlig gleichgültig, ob er nun ein Stoffhund ist oder nicht. Und ob es euch da unten gleichgültig ist, ist mir auch völlig gleichgültig. Da muss ich doch irgendwas falsch eingestellt haben. Na sowas. Also warten, werfen wir einfach weg. So. Weg damit. So. Mal sehen, ob jetzt alles in Ordnung ist. Mit diesem Schlüssel kommt man durch jede Tür. Aber Ottokar, du kannst doch nicht einfach fremde Türen aufschließen. Oh, klar, kann ich das. Oh, guten Tag. Entschuldige bitte vielmals die Störung, aber du bist doch sicher Hans, der Spielzeugmacher, nicht wahr? Ja, der bin ich. Womit kann ich dienen? Ja, also, wir suchen einen großen Stoffhund. Ach was, Stoffhunde habe ich nicht. Sind überholt. Kein Kind spielt mehr mit sowas. Ha, da bin ich aber anderer Meinung. Die sind ja aus Pappe. Ja, 12,95 Mark das Stück. Wollen Sie einen? Oh, nein, vielen Dank, nein. Wir suchen nämlich einen Stoffhund, zu dem dieser Schlüssel hier passt. Na, den kenne ich doch. Der gehört zu einer Spieluhr, die ich dem alten Herrn Krimskrams geschenkt habe. Aber nein, ich sag dir doch, der gehört zu einem Stoffhund. Und dieser Stoffhund, der heißt... Der heißt... Ja, Fridolin, genau so heißt er. Was, Fridolin? Ah, den kenne ich. Den muss man noch aufziehen, der ist ganz altmodisch. Also hör mal, willst du uns jetzt helfen oder nicht? Na, was ist denn das für ein Ton? Ja, schließlich sind wir ja Räuber. Bitte was? Räuber. Der ist ja aus meiner Fabrik. Ah, hör du da auf! Aha. Ich kann ihn wirklich... Da kannst du mal sehen, was man damit anrichten kann. Weißt du, Linse Musch hat nämlich heute noch nicht gefrühstückt. Der ist immer ganz besonders angriffslustig. Warten Sie, ich hole ihn gleich was. Bin sofort wieder da. Ja? Frühstück? Ach, der könnte eigentlich ganz nett sein, findest du nicht? Naja, wollen wir mal sehen, was er bringt, nicht? Mensch, das ist vielleicht eine tolle Maschine, du. Stell doch mal an. Einfach mal anstellen. Ja.
Appetit! Da habe ich vielleicht was angestellt, was? Wie siehst du denn aus? Wieso? Wie sehe ich denn aus? Entschuldige bitte vielmals. Na ja, halb so schlimm. Jetzt stärken Sie sich erst einmal. Oh ja, sehr gern. So, wollen wir mal sehen, ob das überhaupt noch geht hier. Das schmeckt! Ich bin schon viel ruhiger! Ja, Hauptsache! Oh, das ist so laut, man muss das nicht ausstellen, man kann ja gar nicht Ruhe essen. Übrigens, um auf die Sache mit dem Fridolin zurückzukommen, Ihnen liegt wohl viel daran. Na schon, um das miese Männlein zu ärgern, soll der Hund seinen Schlüssel wieder haben. Ach, das miese Männlein, ja, das kenne ich. Ein schrecklicher Kerl. Na, das kann man wohl sagen. Deshalb müssen wir den Fridolin so schnell wie möglich finden. Könntest du uns nicht sagen, wo wir den Fridolin finden könnten? Nein. Aber ich habe da von einer alten Wahrsagerin gehört. Vielleicht kann die helfen. Meinst du? Na, warum nicht? Versuchen könnten wir es jedenfalls. Na klar, warum nicht? Ja, wo wohnt die denn? Draußen vor der Stadt ist doch der große Sumpf. Ja, kenn ich. Und dort soll sie in einem alten Haus wohnen. Mitten im Sumpf. Im Sumpf, da steht ein altes Haus. Man soll nicht hineinsehen können. Schmutzig sieht es aus. Es soll von Spinnweb überzogen jedes Fenster sein. Durch zerbrochene Scheiben, Ritzen der Türen, Schlitze der Mauern, fegt nachts der Wind herein. Wie ein Gespenst. Huhu, wie ein Gespenst. Wie ein Gespenst. Huhu, wie ein Gespenst. Schmeckt prima, wirklich prima. Es soll Musik dabei machen, wie weinen oder lachen. Es soll dir Angst und Bange werden, wenn du sie hörst. Es soll heulen und klappern, wispern und schnattern, knistern und flüstern, klopfen und pfeifen. Es soll ein Geisterorchester am Werke sein. Huh, es soll ein Geisterorchester am Werke sein. Es soll ein Geisterorchester am Werke sein. Huh, es soll. Wie ein Gespenst! Wie ein Gespenst! Da gehe ich nicht hin. Also sind wir jetzt Räuber oder nicht, hä? Ja, aber... Na also! Das alles hört und sieht man natürlich nur nachts. Und wenn der Wind weht. Am Tage hat dieses seltsame Haus noch niemand gesehen. Deshalb weiß man wohl auch nicht, wie es in seinem Inneren aussieht. Des Nachts traut sich niemand dorthin und am Tage findet man's nicht. Linsemusch, dann lass uns jetzt gleich losgehen, da kommen wir gerade richtig, wenn es dunkel wird. Ja, wenn du meinst, Ottokar. Na klar. Also schönen Dank für die guten Ratschläge und vor allen Dingen für das wunderbare Frühstück. Na, gern geschehen. Ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Also auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Nun komm. Ich komme ja schon. Hoffentlich weht doch der Wind. Hoffentlich, Linsemusch, hoffentlich. Na, den habe ich ganz schön Angst gemacht. Na ja, ganz so schlimm ist es ja nun auch wieder nicht. Aber an dem alten Stoffhund, da schien Ihnen wirklich viel zu liegen. Na ja, war ja auch ein hübscher Kerl, der Fridolin. Wer weiß... Vielleicht stelle ich eines Tages auch mal wieder welche her. So, jetzt muss ich aber wieder an die Arbeit, ne? Wer kann denn das schon wieder sein? Ei. Ach Sie, Herr Krimskrams. Ja. Ich, Hans. Was gibt's denn? Ach, du, Hans. Ich bin in großen Schwierigkeiten.
Bis heute Abend soll ich meine Miete bezahlen. Aber Sie sind doch ausgezogen. Trotzdem, das miese Männlein. Ach, immer dieses miese Männlein. Ja, und da wollte ich höflichst bei dir anfragen, ob du nicht vielleicht eine Hilfe brauchst. Ich verstehe mich sehr gut auf Spielsachen, das weißt du ja. Ich weiß, aber doch nicht auf diese hier. Sie sammeln doch nur alte, oder? Trotzdem, ich könnte es doch mal versuchen. Bis heute Abend, sagten Sie? Die Miete, ja. Also gut, Sie können sich das Geld bei mir verdienen. Übrigens, ich kann Sie gut verstehen, Herr Krimskrams. Im Grunde mag ich mein Spielzeug da auch nicht leiden. Wirklich? Wirklich. Aber ich verdiene Geld damit. Ja, das ist eben das Problem. Ihr könnt reinkommen. Ich habe Arbeit gefunden. Wer ist denn da draußen? Der Fridolin und der Kater Mau. Was, der Fridolin und der Kater Mau auch? Na kommt rein, ihr beiden, schnell. Das nenne ich Glück. Tag, Hans. Tag. Da sind wir. Ihr habt ein Glück. Ja, das finden wir aber gar nicht. Was ist denn passiert? Eben war jemand mit deinem Schlüssel hier, Fridolin. Das miese Männlein. Nein, Linse, Musch und Ottokar. Kennen wir nicht. Wie kommen denn die zu dem Schlüssel? Den hat doch das miese Männlein. Also wie sie zu dem Schlüssel gekommen sind, weiß ich auch nicht. Jedenfalls habe ich sie zu einer alten Wahrsagerin geschickt. Denn sie suchen dich, Fridolin. Mich? Zu einer Wahrsagerin? Ja, was sollen sie denn dort? Wir sind doch hier, Mensch. Na, das habe ich doch vorher nicht gewusst. Ja, und was machen wir nun? Ja, ganz klar, was wir machen. Du, Herr Krimskrams, bleibst hier und arbeitest. Und wir beide, wir gehen zu dieser Wahrsagerin. Meinst du? Jawohl, das meine ich. Du, und wenn ich den Schlüssel wieder habe, dann gebe ich ihn nicht so bald wieder aus der Pfote. Hätten wir ihn nur erst wieder. Och, nur Mut, Fridolin, nur Mut. Wie hast du gestern Abend so hübsch gesagt? Es wird schon klappen, es wird schon. Wisst ihr denn, wo die Wahrsagerin wohnt? Nee. Draußen vor der Stadt ist doch der große Sumpf. Mann, oh Mann, ist das ein weiter Weg. Und dort gleich hinter dem Laubwald. Ist ja noch weiter. Wo ich immer Hasen jage. Tuh. Erwischt hast du noch keinen. Du ja auch keine Meise. Das ist ein Schwamm drüber. Also du, Herr Krimskrams, bleibst hier und verdienst Geld. Und wir beide, wir gehen auf die Jagd. Und wenn wir das miese Männlein erwischen, dann kann es was erleben, verstehst dann du? Dann kriegt es seine Miete in bar. Also, gehen wir. Viel Glück, ihr beiden. Oder ich stecke es in meine Maschine. Und mach eine Puppe draus. Was? Hans? Kannst du denn das wirklich? Was? Nun, eine Puppe aus ihm machen. Na ja, ich müsste es jedenfalls mal versuchen. Das wäre keine schlechte Idee. Oder wir hätten noch die alte Spieluhr. 3 Tage lang tanzen und singen. Wäre auch keine schlechte Idee. Nicht wahr? Sag mal, Kater Mau, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Kater und einem Hund? Wo? Mein Fell ist grau. Dein Fell ist grau. Ich heiß genau. Du heißt genau. Kater Mau. Kater Mau. Ich bin schlau. Stimmt nicht. Hör doch auf. Mein Fell ist braun. Dein Fell ist braun. Mir kann man trauen. Mir kann man trauen. Auf mich bauen. Auf dich bauen. Ich kann klauen. Stimmt nicht. Hör doch auf. Ein Kater und ein Hund sind Freunde, ja. Na und wir kabbeln uns zwar gern. Doch Feindschaft, sie liegt uns fern. Ein Kater und ein Hund, die krabbeln sich gesund. Wir haben einen Herrn, doch nicht auf diesem Stern. Barararara. Badidadida. Badadadada. Badadadida. Badadadida. Ein Kater und ein Hund
haben uns verkehrt. Doch mein Schatz liegt uns an ein Vater und ein Hund bekamen sich gesund. Wir haben einen Herrn, doch nicht aus diesem Stand. So, jetzt haben wir die Bescherung. Bitte, was ist denn jetzt los? Ich bin abgelaufen. Was bist du? Abgelaufen. Abgelaufen, was soll das heißen? Ja, ich bin... Ach, du liebe Zeit. Mann, oh Mann, das musste ja so kommen. Ja, aber warum habe ich ihn nicht auch gleich für 3 Tage aufgezogen? Aber wer konnte das ahnen? Mann, oh Mann, Kater Mau, was nun? Du, Frido, könntet ihr mir nicht vielleicht... Wisst ihr mir keinen Rat? Also, Fridolin, lass das, ja? So, was soll ich denn jetzt bloß machen? Du. Ob ich allein weiterlaufe? Den Schlüssel müssen wir haben, sonst geht es nicht weiter. Aber da gibt es noch ein kleines Problem zu lösen. Würdet ihr wohl so lange heraufkommen und auf den Fridolin aufpassen, bis ich zurück bin? Ja, prima! Hopp, von deinem Partner auch, ja! Ihr müsst keine Angst haben, er beißt nicht! Hopp, kommt, so, hopp! Und auch etwa, komm! So, prima! So, Fabian! So! So, komm schneller, noch ein paar. So, so, prima. Und jetzt müsst ihr dann aber wirklich sehr, sehr gut aufpassen. Elendes Gesinde, Räuberbande, ich werde es euch zeigen. Oh, habt ihr das gehört? Ja, wer war denn das? Das miese Männlein. Das miese Männlein, jetzt kann es aber was erleben, hä? Kommt mir nur wieder in die Quere. Ja, was machst denn du, kleiner Piepmatz hier? Mach mal, dass du da wegkommst. Damit werde ich euch einzeln an die Bäume binden. 1, 2, halt die Klappe, kann selber zählen. 3, 4, 5, 6, so, das reicht. Jawohl, das reicht, mein Lieber. Her mit dem Strick. Ja, das könnte dir so passen, du alter Meckerfritzer. Du sollst mir sofort den Strick geben. Nö, erst kannst du das erleben. Oh. Das ist aber nicht so. Und jetzt her mit dem Strick, binde den fest. Oh. So, mein Lieber. Und jetzt... Her mit dem Schlüssel. Ich habe ihn nicht bei mir. Ach. Aua! Ja, wo ist der Schlüssel denn bloß? Ich habe ihn bei mir zu Hause eingeschlossen. Oh. Hörst du? Soll ich dir sagen, wo der Schlüssel ist? Du hast ihn weggegeben. Linsemusch und Ottokar. Tja, wenn du es nur noch weißt, warum fragst du mich dann erst? Oh, jetzt wirst du auch noch frech. Was wollen wir mit ihm machen? Ihn an einem Baum binden? Ja! Ich glaube, ich habe eine bessere Idee. Den nehme ich mit. Jawohl. Du wirst so lange in diesen Strick eingewickelt bleiben, bis ich den Schlüssel habe. Und dann kriegst du deine miese Miete. Wenn ich aber den Schlüssel nicht bekomme, dann kannst du was erleben. Verstehst du? Ja, Katamau. Also. So, und ihr passt mir gut auf den Fridolin auf, bis ich zurück bin, ja? Ja, also komm, wir gehen, du. Du, ist ja auch egal, ne? Mieses Männlein, das den Zaun erbaut, aus Angst, dass man die Äpfel klaut, aus den Bauern umgehauen. Liegt nur hinterm Bretterzaun, unser schöner Apfelbaum, liegt nur hinterm Bretterzaun. Unser schöner Apfelbaum, liegt hinterm Bretterzaun. Hier ganz laut. Ihr solltet doch das miese Männlein im Auge behalten. Haben wir auch. Ja, und wo ist das? Das ist gefesselt. Was? Ihr habt das Männlein gefesselt? Ja, haben wir auch. Ja, und wo ist der hin? Der sucht uns. Ihr habt den Schlüssel für Fridolin. Na los, kommt, dann wollen wir
bitte ihm nachgehen. Ja. Nein, aufpassen! Auf Wieden! Auf Fridolin! Lass ihn doch! Fridolin, wo ist er denn? Wo ist er denn? Ist das der Fridolin? Ein Stockhund! Na komm mal her, gib den Schlüssel her! Aber vorsichtig, Linsemusch, vorsichtig! Ja. Na hoffentlich drehe ich ihn nicht rüber. Da, er bewegt sich. Sieh nur auf. Ach, er bewegt sich. Dankeschön, das war Rettung in der Not. Guten Abend, ich bin Linsemusch. Guten Abend. Und ich bin der Ottokar. Guten Abend. Und hier sind die Linsemusch. Und ich bin der Fridolin. Und hier hast du deinen Schlüssel wieder. Dankeschön. So. Und was machen wir jetzt? Ich muss jetzt schnell den Kater Mau einholen. Wer weiß, was ihm sonst bei der Wahrsagerin passiert. Ich traue dem miesen Männlein nicht. Nein. Bei der Wahrsagerin? Ja, da wollten wir doch auch hin. Gehen wir zusammen. Das ist doch jetzt nicht mehr nötig. Wir haben doch den Fridolin jetzt gefunden. Ja, aber das miese Männlein, mit dem haben wir doch auch noch eine kleine Rechnung zu begleichen. Wieso? Ich sage nur... Frühstück! Ach, ja, richtig. Außerdem lassen anständige Räuber ihre Freunde nie im Stich. Und wir legen großen Wert darauf, anständige Räuber zu sein. Okay, gehen wir zusammen. Vielleicht brauche ich eure Hilfe noch. Und ihr seid wieder unser. Und wir rufen euch, wenn wir euch wieder brauchen. Danke, danke, dass ihr so prima geholfen habt. So, ihr stellt euch schön hin. Seid ihr alle? Alle da? So, und... Marschiert!